Ja, bei uns in der IT ist das an und für sich gang und gäbe, die flexible Arbeitszeit. Das ist einerseits eine gute Sache, dann man kann mit einer flexiblen Gleitzeit um 7 in der Früh beginnen zu arbeiten. Andererseits kann man auch erst um 12 mittags beginnen. Das wird auch sehr gerne genutzt, bei meinen Kollegen zum Beispiel. Was in den letzten Jahren auch ein Trend war, ist, dass man auch von zu Hause aus arbeiten kann. Das wiederum ist sehr beliebt bei Kolleginnen und Kollegen, die jetzt einen sehr weiten Arbeitsweg haben. Und in manchen IT-Firmen dürfte es ein bisschen zur Gewohnheit geworden sein, dass man eben diese Möglichkeit, dass man von überall aus arbeiten kann, dann genutzt wird, um einfach mal so auch am Abend anzurufen, wenn es ein Problem gibt. Und das ist wiederum eher ein Stressfaktor, den man eigentlich mit einer normalen Rufbereitschaft eingrenzen könnte. Und auch das ist heute schon möglich, wenn man es regelt.